Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect und damit zur heutigen letzten Folge. Vorher kam bereits das Let's Play von Dinosaurs und das Let's Lookabout und nicht zu vergessen der Mittelerde Fight Club, weil ich ihn gestern zeitlich nicht mehr geschafft habe. Beim letzten Part von Mass Effect haben wir den Planet Treben gesäubert, letztendlich, weil das Forschersteam sich durch G-Technologie in Husks verwandelt hat. Außerdem sind wir in das zweite System vom Hades Gamma geflogen und haben dort vom Admiral der Allianz eine neue Mission erhalten. Wir sollen auf ein Schiff, das die Biotika, eine Gruppe Biotika hält, weil sie dort einen Vorsitzenden entführt haben und Rechte einfordern, die der ihnen nicht gewähren wollte. Der Admiral will, dass wir sie eliminieren, aber ich wollte eher schauen, ob wir mit ihnen verhandeln können. Es gab leider keine Kommentare, was wir dann tun, deswegen mal gucken. Zuerst öffnen wir natürlich die Karte der Galaxie und schauen noch den letzten Planeten an. Wir sind hier im System Farinata. Hier ist das Schiff dann. Und der letzte Planet war, glaube ich, der hier. Den hatten wir. Hier hatten wir einen Asteroiden. Nepnoi hatten wir auch. Genau. Dann ist der letzte Planet, den wir noch nicht hatten, der Tunchagon. Der unwichtig ist. Tunchagon ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Stickstoff nachweisen lassen. Er besitzt für einen Gasriesen eine ungewöhnlich geringe Anzahl von Monden, nur 7. Ohne Zweifel ist das der Anwesenheit des Sterns Farinata geschuldet, der während des Kollaborierens der Gaswolke und der daran anschließenden Systementstehung den Großteil der Masse angezogen hat. 9,1 Erdstunden ein Tag, 42.418 Kilometer Radius, 3,2 Erdjahre eine Orbitalperiode und eine Orbitaldistanz von 5,6 AE. Bevor wir jetzt aufs Schiff gehen, gehen wir aber nochmal zurück, weil wir haben hier noch einen Kodex und einen Tagebucheintrag, den ich jetzt fast vergessen hätte. Proteanische Datendisk, neue Auftrag, genau gesagt zwei neue Aufträge. Die Erforschung der proteanischen Kultur konzentriert sich vor allem auf die alten Datendisks dieses Volkes. 1 von 7 haben wir beim letzten Part gefunden. Sie haben eine der vielgesuchten Datendisks gefunden. Suchen Sie weiter, bis Sie alle gefunden haben. Und neu ist die Geiselnahme. Eine Gruppe fanatischer Biotiker im Hades Gamma Cluster hat den Vorsitzenden des Parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien als Geisel genommen und sich mit ihm in einem verlassenen Frachter im Farinata-System verschanzt. Finden Sie den Frachter im Farinata-System des Hades Gamma Clusters und konfrontieren Sie die Biotiker an Bord. Wie gesagt, der Admiral wollte, dass wir sie töten. Er hat auch gesagt, die Rettung hat niedrigere Priorität. Mal schauen, was ich machen werde. Mal schauen, ob Reden möglich ist. Und wir haben hier noch in den ausgelöschten Völkern einen neuen Eintrag. Proteaner Datendisks. Trotz der proteanischen Funde ist nur wenig über die Kultur und Gesellschaft der Proteaner bekannt. Es werden zwar immer wieder kleinere Erkenntnisse bei Ausgrabungen gewonnen, aber der Wert dieser 50.000 Jahre alten und meist verwitterten Funde ist eher gering. Was bei dem Alter verständlich ist. Die jüngsten Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf die Entdeckung proteanischer Datendisks. Als einzelnes Medium sind sie oft beschädigt oder gar in mehrere Teile zerbrochen. Aber gelegentlich lassen sich intakte Datendisks in Konsolen oder Ablesegeräten finden. Bis heute wurden mehr als 3 Dutzend Datendisks gefunden. Einige von ihnen konnten so weit wiederhergestellt werden, dass die Forscher sie analysieren können. Es kann möglicherweise noch einige Zeit vergehen, bis die Wissenschaftler eine Lösung finden, die Daten von den Disks herunterzuladen. Aber dennoch gilt dies als der vielversprechendste Weg, mehr über die proteanische Kultur herauszufinden. Also die Disk ist wahrscheinlich gar nicht lesbar und wenn, dann nur sehr kompliziert.
Wir sammeln sie trotzdem, weil vielleicht können wir sie irgendwann mal analysieren oder zumindest ein bisschen Wissen zur Verfügung stellen. Okay, jetzt wollen wir aber auf das Schiff gehen. Das war jetzt die MSV Ontario. Die Ontario ist ein menschliches Modularschiff. Modullast. Ich kann nicht mehr lesen, sorry. Modullastschiff der Kowloon-Klasse, die für verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff fliegt mit höchster Geschwindigkeit in die Deckung eines Asteroiden-Clusters. Registrierung Zitadellstation Privatbesitz. Aha, also haben die Biotika entweder auf der Zitadell oder danach dieses Schiff überfallen. Und ja, es fliegt in die Deckung eines Asteroiden-Clusters. Ja, die wollen natürlich mit ihrer Geisel sich erstmal verstecken. Aber nicht vor uns. Wir gehen an Bord. Und ich werde jetzt bewusst Rex und Gauss nehmen, weil Kaidan ist, glaube ich, in dem Fall als Biotika, sagen wir mal, nicht neutral. Deswegen jetzt ganz bewusst Gauss und Rex. Wie gesagt, ich würde lieber mit ihnen reden, aber mal gucken, ob das möglich ist. So, wir sind angekommen, wir sehen einen Feind. Natürlich wieder einen riesigen Raum, das war ja klar. Also ein kleiner Raum, dann ein großer Raum und dann wieder drei kleine. Vorsitzende Burns. Wahrscheinlich müssen wir uns bis zu ihm durchkämpfen. Aber ich werde erstmal versuchen zu reden. Aber zur Not greife ich sie auch an. Weil töten lassen wir uns natürlich nicht. Hier ist eine Kiste, die wir öffnen können. Ansonsten ist hier nichts. Es sind halt schon einige Punkte mittlerweile auf der Karte. Ein Bioverstärker und eine Pistole, die nehmen wir mit. Die Pistole ist schwächer und der Bioverstärker ist auch schwächer. Der will nur einen Abkühlungsbonus besser, aber das lohnt sich nicht. Ja, es sind leider so viele rote Flecken für Feinde. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ist irgendwie blöd. Hier ist noch nicht der große Bereich. Der große Bereich kommt danach noch. Hier ist nichts. Die sind aber wahrscheinlich alle im großen Raum. Es sind im Moment 5 Flecken. Können wir reden oder müssen wir kämpfen? Wie gesagt, ich würde lieber reden wollen. Aber das sind sehr, sehr viele. Na, Biotika? Dass ihr... Eindringlinge, tötet die Geisel! Ach... Ja, okay. Damit hat sich... haben die Verhandlungen sich erledigt. Oh, killt sie! Schaltet sie aus! Alter, was ist denn hier los? Dauernd die Fähigkeiten spammen. Damit hat sich... Damit hatten sich natürlich die Verhandlungen erledigt. Scheiße. Lauf. Rex ist zu Boden gegangen, leider. Ja, damit sind wir leider gestorben. Okay, wir können also letzten Spielstand weiterspielen. Wir können also leider nicht verhandeln. Sie wollen die Geisel töten. Okay, dann ziehen wir gleich die Waffen. Schade. Schade, Biotika. Ich hätte lieber mit euch reden gewollt, aber... Sie haben uns gerade einmal gekillt. Ja, mit ihren Fähigkeiten. Das war gerade ziemlich stark. Die töten also die Geisel. Wir haben also ein Zeitfenster, wie wir gerade gesehen haben. 3 Minuten waren das jetzt. Natürlich ein bisschen doof. So, hier rum können wir ja gar nicht. Eindringlinge, tötet die Geisel. Ja, 3 Minuten. Au, 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 au. Ja, sie werfen halt dauernd nieder. Rex, lauf. So.
Jetzt habe ich mal alle verwendet. Level up. Jetzt habe ich mal alle Fähigkeiten verwendet. Garrus ist fast tot. Und Rex ist am Boden. Rex braucht echt mal bessere Ausrüstung. Ich habe jetzt mal alle Fähigkeiten verwendet. Und er hat uns gerade umgeworfen. Diese Scheiße. Deswegen mag ich Biotika nicht. Ja, komm, lass uns aufstehen. Wir sind natürlich jetzt wieder alleine. Heilen. Wir sind alleine und wir haben noch unter 2 Minuten leider. Ach. Der stirbt auch nicht. Ich glaube, das ist der letzte. So, er ist tot. Garrus Rex, steht bitte wieder auf. Ach, Mann. Ja, schade, liebe Biotika. Wie gesagt, ich hätte lieber verhandelt, aber zu Verhandlungen waren die jetzt ganz offensichtlich nicht bereit. Gut, Garrus und Rex stehen wieder. Sehr schön. Das war jetzt kein leichter Kampf. Ich glaube, ich gebe Garrus das Notfallinterface von Kaida an. Weil irgendwie lebten. Rex meine ich, weil irgendwie lebten Rex zu kurz. Okay, wir haben noch knapp eine Minute. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Er ist ja hier drin. Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte, ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen. Okay, vielleicht können wir doch reden. Also wir mussten vorne die Biotika alle töten, aber hier ist jetzt der Anführer, der zumindest angefangen hat zu reden. Beruhigen Sie sich. Wie gesagt, ich möchte versuchen zu reden. Das dürfte jetzt natürlich schwierig werden, weil wir haben jetzt gerade einige Biotiker getötet, aber mir wäre lieber, ein Gemetzel zu verhindern. Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber sie sind gegen Entschädigung. Ja, wir merken schon, der biotische Anführer ist sehr klar bei seiner Meinung. Wir könnten ihn überreden mit sie brauchen Burns, das ist schon mal sehr schön. Ja, was haben sie zu verlieren? Das ist halt irgendwie, ich kann die Meinung nicht teilen, weil ihm müsste doch klar sein, dass er, wenn er jetzt wirklich hier den Burns tötet, es für alle Anabiotika schlimmer macht. Weil, naja, da werden alle Biotiker darunter leiden. Das wird dann eine Hexenjagd werden. Deswegen will ich sie eigentlich auch nicht killen, weil ich verstehe sie schon. Er sagt ja selber, einige wurden fast verkrüppelt. Wir wissen auch, dass Nebenwirkungen auch sowas wie Wahnsinn oder sowas auslösen können. Dass Kaida mit seinen Kopfschmerzen Glück gehabt hat. Mit seiner Migräne. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt mal überzeugen. Sie brauchen Burns. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Du hast gar keine Wahl, Anführer. Das ist dir schon klar. Wir haben deine Männer getötet. Entweder er ergibt sich oder sie sterben alle. Und wie gesagt, das... wird ihm nichts bringen. Ich werde jetzt sagen, mehr kann ich Ihnen nicht bieten, weil von Freiheit war keine Rede, wäre eine Kampfaufforderung und ich sage die Wahrheit, würde er uns nach seinen Worten nicht glauben, deswegen mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Und? Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Kluger Mann. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt.
Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ein kluger Mann. Er hat gerade gesagt, er will nicht sterben. Deswegen hat er aufgegeben. Sehr schön. Wir müssen also nicht alle niedermetzeln. Ja, kein Problem. Nein, das wollten Sie nicht. Wäre wieder ein bisschen gemein. Ich mache nur meinen Job. Ich mag immer, wenn Zivilisten überleben. Deswegen kein Problem. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Okay, wir haben 8 Vorbildlich-Punkte bekommen und haben das Gemetzel verhindert. So, bevor ich jetzt mit denen rede, möchte ich mir nochmal hier den großen Raum anschauen. Jetzt haben wir ja die Zeit, vorher mussten wir halt schnell, schnell machen. Ja, kluger Biotiker, immerhin. Wir konnten also nicht ganz ein Gemetzel verhindern, aber zumindest konnten wir den Tod des Vorsitzenden verhindern, weil... Ich meine, wir hätten natürlich im Kampf gegen ihn gewonnen, aber er hätte halt den Vorsitzenden getötet auf jeden Fall und ich wollte das zivile Opfer jetzt vermeiden. Und wie gesagt, er ist ja nicht dumm, er war nur verzweifelt und ein bisschen fanatisch. Und er hat ja erst gesagt, es gibt halt nichts mehr, wofür sich zu leben lohnt, aber jetzt am Ende hat er auch gesagt, ich will nicht sterben. Das war auf jeden Fall sehr klug von ihm, weil er wäre gestorben. Der hat nur einen Mann um sich und... Naja, mit denen hier draußen haben wir letztendlich auch Prozess gemacht. Auch wenn wir einmal gestorben sind. Schwach waren die Biotiker jetzt nicht, die waren gut aufgestellt. Wir haben da jetzt einiges... Ich habe auch jetzt alle Fähigkeiten verwendet gehabt. Okay, vorne habe ich jetzt nichts gesehen. Hier ist ein sicherer Spind. Mit einer Schrotflinte und 2 Sturmgewehren. Und außerdem haben wir noch einen Schildregenerator und einen einen Schockabsorber bekommen. Garus. Nein. Und Rex auch nicht. Was hattest du denn in der Panzerung? Die Schildregenerator. Ja, aber wie gesagt, der Rex stirbt mir in letzter Zeit, oder geht in letzter Zeit mir echt zu oft zu Boden. Deswegen, ich werde schauen, dass ich für Rex auf Dauer was Besseres finde. Ja, okay. Da habe ich auch noch was vorher gesehen, glaube ich. Genau, eine abgeschossene Kiste. Mit einer Quarianer-Rüstung unter anderem und einer Pistole. Das Präzisionsgewehr habe ich gerade in Universalgel umgewandelt, weil das brauchen wir nicht. Die Pistole ist aber schlechter. So, dann reden wir nochmal mit denen. Ja, okay, er hat 2 Männer um sich. Wir können mit ihm auch nicht mehr reden, aber... Ja, bevor ich mit Burns rede, schaut mir den Rest des Schiffs an. Aber trotzdem, auch mit 2 Männern hätte der verloren. Weil es draußen waren ja locker 6, 7, 8, 9, 10 Männer. Okay, auf das Objekt einen Kryosprengsatz für die Granaten. Was haben wir denn gerade bei den Granaten drin? Sprengstoff. Kryosprengsatz. Nutzt ein kleines Bose-Einstein-Kondensat, eine Masse extrem kalter atomarer Partikel. Bei der Detonation können sie alle in der Nähe stehende Feinde schlagartig einfrieren. Haben aber weniger maximale Präzision. Ich glaube, ich bleibe am Sprengstoff, weil der hat plus Radius, plus Waffenwirkung und plus Schaden. Obwohl einfrieren natürlich praktisch wäre. Aber da bleibe ich beim normalen Sprengstoff. Ja, nette Sachen haben die Biotiker. Und ich denke mal, die werden auch gut behandelt. Ich denke mal nicht... Also ich hoffe, dass die nicht alle getötet werden. Ansonsten werde ich mit Admiral ein Wörtchen reden. Weil wir haben ihnen jetzt quasi Sicherheit versprochen. Hier ist noch eine Kiste. Nein, nein, nicht die Tür. Ich wollte an die Kiste. Und dann sind wir mit dem Schiff auch schon wieder fertig. Dann können wir in die 3. Galaxie gehen. Eine schwere Menschenrüstung, eine leichte Menschenrüstung und ein Universalwerkzeug. Her damit. Die leichte Menschenrüstung hat mehr Schilde, aber weniger Schadensschutz und weniger Tech-Biotik-Schutz, deswegen nehme ich sie nicht. Die schwere Menschenrüstung können wir gleich mal schauen. Die ist im Schadensschutz besser als die andere schwere Rüstung, aber ein Schild weniger.
überlege ich mir noch bis später und das Universalwerkzeug ist auch schlechter, ist nur in einem besser. Okay. Dann rede ich jetzt mit dem Burns. Und dann müssen wir halt noch zweimal an Bord gehen, weil wir hatten ein Level up. Apropos, das Squad hier können wir schon mal leveln. Aber schön, dass wir jetzt nochmal ein paar Vorbildlich-Punkte gemacht haben. Ich will Level jetzt mal Barriere und werfen. Garus kriegt Sturmangriffstraining einen Punkt. Oh, da sind wir gleich zwei. Oder gehe ich im Sturmgewehr? Ne, Sturmangriffstraining. Und Rex kriegt Kampfpanzerung und Fitness einen Punkt. Der hat auch ein bisschen mehr Gesundheit und mehr Rüstung, dann lebt er vielleicht länger. Ja, für einen Kroganer ging der mir erstaunlich schnell zu Boden. So, Vorsitzender. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Okay, der sagt nichts. Ja gut, dann werden wir erst von Bord gehen und dann wieder zweimal an Bord gehen. Zum Ausrüsten und zum Aufleveln. Ja, war jetzt ein schwerer Kampf. Wie gesagt, wir sind einmal gestorben. Wir sind ja schon länger nicht mehr gestorben. Vielleicht sollten wir demnächst doch wieder unser Menschenteam nehmen, statt Rex und Garus. Hier wollte ich halt bewusst Rex und Garus nehmen, weil, wie gesagt, Kaidan ist ja auch ein L2-Biotiker und ich wollte nicht, dass er dann was macht, was letztendlich keine gute Idee ist. So, jetzt gehen wir noch zu... Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte Ende. Okay, ja, das war gerade der Admiral. Das heißt, die dürften jetzt den Vorsitzenden geholt haben. Ja, der Vorsitzende war von uns beeindruckt. Das ist schön, der hat wahrscheinlich ein gutes Wort für uns eingelegt. Weil der Admiral schien gerade nicht ganz zufrieden. Der hätte es wahrscheinlich lieber gehabt, wenn wir alle getötet hätten. Aber wir spielen ja eh eher auch vorbildlich. Deswegen, ich bin ganz froh, wie es jetzt gelaufen ist. So, jetzt nehmen wir Tali und Garus. Aber natürlich ist nur Tali wichtig. Mal gucken, vielleicht eine Schrotflinte. Nee. Vielleicht, was hat sie in der Rüstung? Den Schildregenerator 3. Den gibt's aber schon. Aber hier ist eine bessere Rüstung. In allem, die nimmt sie doch gleich mal. Mit jetzt hat sie 9 Tech-Biotik-Schutz, 9 Schadensschutz und 88 Schilde. Schon mal nicht schlecht. Und mal sehen, was wir bei ihr leveln. Ja, Schrotflinte und Basispanzerung, würde ich sagen. Und damit hat sie auch erste Hilfe freigeschaltet. Okay. Und dann gehen wir... Garus, du stehst mir im Weg. Dann gehen wir nochmal zurück für Ashley und Kaidan. Um die beiden noch zu leveln und auszurüsten und dann halt nochmal verkaufen. Aber den grundlegenden Ablauf kennt ihr ja mittlerweile. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, wir werden danach noch ins Dis-System fliegen, aber großartig was machen, da werden wir nicht mehr. Aber wie gesagt, ich bin jetzt über das Friedliche ganz froh. Ich hoffe ihr auch. Falls nicht, gerne in die Kommentare. So, hier ist nichts Besseres. Und hier die leichte Rüstung ist schlechter, die wäre nur in Schilden besser. Ich muss halt hier überlegen, welche schwere Rüstung ich nehme. Und du hast einen Schockabsorber 3. Und Kaidan. Die leichte Rüstung. Oh, die kann er nehmen. Die ist in Schilden und Schadensschutz besser. Das ist ja die leichte Rüstung, die wir vorher hatten. Und du hattest das Notfallinterface, genau. Und von der Pistole her, da haben wir hier die Kessler 3, die ist zwar Schaden schlechter, aber der anderen beiden Sachen besser, die nimmst du auch. Sehr schön. Konnten wir Kaidan gut ausrüsten.
Und wir werden bei ihm Medizin erhöhen. Neutralstock, lähmt organische Feinde für einen Moment und fügt Giftschaden zu. Klingt auf jeden Fall sehr praktisch. Und Ashley kriegt 2 Punkte Erste Hilfe. Regeneriert die Gesundheit aller verwundeten Squad-Mitglieder durch Verabreichung von Medigel. So, sehr schön. Dann ist dieses Schiff wahrscheinlich jetzt leer. Und wir gehen in der Normandie kurz in den Frachtraum zum Verkauf. Halt. Nicht in die Kommandozentrale, ich wollte in den Frachtraum. Aber wie gesagt, das war jetzt gar nicht so leicht. Das war jetzt gar nicht so leicht. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall Kaido und Ashley mal als Team nehmen, weil Rex hat mich irgendwie jetzt ein bisschen enttäuscht, weil er ist gestern bei den Husks sind beide zu Boden gegangen, heute sind beide zu Boden gegangen. Irgendwie war das jetzt nicht so toll. Fand ich jetzt. Vielleicht bin ich auch da nur gerade ein bisschen zu streng, aber ich fand es gerade nicht so toll. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir. Sehr gern, Commander. So, die leichte Menschenrüstung wird verkauft, die leichte Quarianerrüstung wird verkauft, da ist die andere nämlich stärker. Ach, Universalwerkzeug und Bioverstärker kann ich noch gucken. Das mache ich aber dann hier, da gehe ich nicht nur mal aufs Schiff. Den Granaten-Upgrade tue ich jetzt auch mal verkaufen, da finde ich einer besser. Mit der Trojaner-Rüstung behalten wir und bei der schweren ist halt jetzt die Frage. Weil das eine ist ein Schildenstärker, das andere im Schadensschutz. Ich glaube, ich nehme die Gladiator Echoes Combine. Das sind auch beide 1500. Nein, ich nehme die Guardian, einfach weil sie hier irgendwie besser klingt. Gut, dann gucke ich jetzt schnell noch wegen dem Universalwerkzeug und dem Bioverstärker, das habe ich jetzt vergessen. Aber das machen wir schnell hier im Schiff, da müssen wir nicht nochmal. So, Talis spinnt. Universalwerkzeug ist schwächer. Und Kaidans spinnt, der Bioverstärker und das Universalwerkzeug ist auch beide schwächer. Okay, ich wollte es nur wissen. Dann werden die auch verkauft. Achso, hier ist noch Garus. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir. Sehr gern, Commander. So. Dann gehen wir nach oben und fliegen ins Dis-System und gucken mal, wie viel da los ist, weil hier waren es jetzt wirklich nicht viele Planeten. Wir haben auch nur noch 2 Minuten, das heißt, wir fliegen wirklich nur noch hin. Beim nächsten Mal werden wir dann uns das System genau unter die Lupe nehmen. Da war ja auf jeden Fall der zweite Syndikatsboss, den wir eliminieren sollten. Aber mal schauen, was dann da sonst noch sich so tummelt. Zumindest haben wir in der Folge das geschafft. Sowas ist ja auch nicht immer unbedingt garantiert. So. Dieses System reisen wir hin. Ich schaue noch kurz, wie viele Planeten es sind. 1, 2, 3, 4. Hier ist ein Asteroid. 5. Ja, 5 Planeten. Den Asteroid habe ich jetzt nur lokalisiert, aber den schaue ich mir jetzt auch nicht an. Okay. 5 Planeten sind ja noch im Rahmen. Die meisten werden wahrscheinlich eh nur zum Lesen sein. Dann wollen wir speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ärgert mich ein bisschen, dass wir einmal gestorben sind. Aber ich finde es gut, dass wir es trotz dem Kampf letztendlich friedlich lösen konnten. Und dass, sagen wir mal, es keine unnötigen Opfer gab. Die ersten Biotiker halt. Aber ansonsten keine unnötigen. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann das letzte Hades Gamma System an, bevor wir dann in einen neuen Galaxis-Teil aufbrechen. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.